Ist interessant. Da ist unser Haus. Mensch, du. Das sieht ja lustig aus. Wahnsinn. Dieser Ausblick, meine ich. Cool, cool, cool. Ja, da sieht man schön die Apfelplantage, wie schön hier in Reihe und Glied wachsen. Und man hat natürlich auch sonst eine ganz nette Aussicht. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich auch wieder zurückkomme. Rum. So, naja, gut. Hier sind wir jetzt oben. Und bauen erstmal nichts. So. Keine Ahnung. Okay. Ich schau mal kurz. Ich immer so. Ja, komm, der ist da. Ein bisschen fehl am Platz. So. Hier muss ich mal gucken. Da machen wir mal so. Damit ich da nicht ständig aus Versehen reinlatsche. Hier vielleicht auch. So. Ja. So. Das hat alles ein bisschen zu. So gefällt mir das. So kann man das, glaube ich, lassen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bett. Für ein Bett brauchen wir natürlich Wolle. Und das haben wir jetzt natürlich nicht dabei. Oder habe ich Wolle dabei? Nö, es würde mich auch wundern. Auch sonst habe ich hier nichts Großartiges dabei. Ich könnte ein Regal noch anbringen. Hier kann man irgendwas draufstellen. Ich weiß noch nicht was. Muss ich mir noch überlegen. Ansonsten ist der da deplatziert. Den mache ich mal dahin. Und so. Mache ich das mal so, ist irgendwie, keine Ahnung. Dann, was können die noch bauen? Ich könnte noch Regale bauen, aber ich würde das mal gerne zwei Bücherregale oder so noch da hier hochschleppen und eventuell dann, ich gucke gerade mal.
Irgendwas aus Glas. Ein Bild könnte man mal hinbauen. Na, wir können mal kurz. Ich habe ja noch. Warte mal, wir machen mal hier. Warte was? Ein Regal. Das ging doch. Habe ich nur noch eine? Slab? Nee, ne? So. Fichtenholz Bücherschrank. Guck mal, da haben wir direkt. Mal direkt mal zwei. Das hatte ich zwar gar nicht vor, aber bitte. So, den könnten wir jetzt zum Beispiel theoretisch. Die können wir hier hin. So, die Lampe. Dann vielleicht eher da oben. Und auch da oben. So. Dann haben wir hier zwei Bücherregale schon mal. Hier auf den Tisch würde ich gerne. Kann ich die Kerze nicht auf den Tisch stellen? Nee. Ich stelle was anderes auf den Tisch. Findet sich noch was. Ich würde noch so ein Regal an die Wand bringen. Wie gehen die denn nochmal? Ich guck mal ganz kurz. Regal. So, dann haben wir hier das Bücherregal. Das geht natürlich nur mit Buch. Denn nur ein Buch macht klug. Totenholz Trankregal können wir jetzt auch nicht machen. Wir haben keinen Trank da. Was ist das hier? Fassade, Bücherregal. Das wollen wir nicht. Das Werkzeugregal. Da brauchen wir einmal Eisen. Einmal Eisen können wir scheißen. Nein, das können wir theoretisch machen. Ein Werkzeugregal können wir theoretisch machen. Und hier so ein kleines Regal. Ah ja, alles klar. Dann machen wir doch mal so ein kleines Regal. Das machen wir dann natürlich auch aus Fichte, Popichte. Dafür nehmen wir nochmal jetzt aber die ab und sagen nochmal, gib mir mal so ein paar. So, man weiß ja nie, wofür man sie braucht. Aber mal hier, zack, und ja, genau. Zack. So, einmal zwei Stück und das andere war. Hä? Ach, jetzt habe ich eins zu wenig. Ach, Leute. Ich wollte noch Metall. Ich wollte noch so ein Werkzeugding machen. Na ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir eins. Machen wir eins hier hin. Hier, wenn wir hochkommen. Nee, weiß ich nicht. Ich mache mal eins hier hin. So, und wir können ja noch eins hier hin machen. Kann ich auch noch mal wegnehmen. Schauen wir mal, da soll ja noch ein Bett in die Ecke. Und eigentlich würde ich auch noch gerne so einen richtigen Bücherschrank hinstellen. Hier könnte man dann schon mal irgendwas reintun. Ich weiß noch nicht, was man da reintun kann. Kann man hier auch sowas reintun? Nö. Kann man nur Bücher reintun. Ist jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich. So, sieht irgendwie lustig aus. Wie habe ich da jetzt? Hallo? Ah, so war das. Ich habe keine Ahnung, was ich hier drücke. Also. Ja. Vor mir war was anderes. Keine Ahnung. Ich pack die da mal rein, so. Jetzt laufe ich schon wieder rum wie Falschgeld. Nein. Okay. Sekunde. Hocker. Was? Doch, hier. Nee, hier.
Nee, der heißt Sitz, ne? Sitz, so, man lernt ja dazu. Eine Druckplatte, Stufe und ein weiße Wolle. Na gut. Den machen wir jetzt nicht. Sonst hätte ich ja noch einen Hocker vorgehauen, aber okay. Wer nicht will, der hat schon. Eine Druckplatte hatten wir noch. Ne, die habe ich alle verballert hier. Wer ahnt denn sowas? Aber ich glaube, wir haben noch irgendwo welche. Ich bin mir nicht sicher, aber wir müssten noch ein paar 50 haben. So, okay. Dann erstmal hier genug gemacht. Genug rumgetingelt. Wie der Tingeltangelbob. Und ich würde sagen, ich ja. Ich will noch irgendwas hier hinbauen. Ich weiß noch nicht was. So ein blödes Werkzeugregal eventuell. Aber ich schau mal. Wir gehen mal zurück. Muss ich vielleicht noch mal irgendwann Geländer dran knüpfen. Knüpfen. Verstehe ich sie. Jetzt gucken wir mal von Weitem, wie sieht das denn aus? Von Weitem sieht man nichts, weil hier alles vollgewachsen ist. So. Nö. Alles klar. Es leuchtet nur der Aufgang und ansonsten passt das. Passt, passt, passt. Es wird schon wieder hell. Hey, wir müssen nicht mal pennen gehen. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Hier könnte ich theoretisch auch noch hochziehen. Nee, kann ich nicht. Habe ich, oder? Vier Stück habe ich. Das ist natürlich Blödsinn. Kommt das so besser? Keine Ahnung, hat irgendwas. Ich lasse es einfach mal. Es gefällt mir gerade irgendwie. Ich frage mich nicht, woran es liegt, wo, wieso, weshalb, warum. Aber ist okay. So, machen wir hier. Ich hau mal hier rein, Zeugs. Wir haben jetzt sehr viel Glas, das ist schön. Warum? Was möchte ich damit tun? Das weiß ich noch nicht. Man könnte noch irgendwas verglasen. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Und ansonsten ich packe jetzt alles rein und gleich muss ich es mal wieder von unten hochholen, weil ich irgendwas brauche. Wie zum Beispiel, dass ich gerade ein Bett machen wollte. Haben wir hier noch irgendwo eins stehen, sag mal? Hier noch irgendwo ein Bett stehen? Im Bett rumfliegen. Ich guck mal hier. Da haben wir noch ein Wandersbett. Ich habe mittlerweile so viele Betten gemacht, dass wir hier natürlich kein Bett mehr stehen haben. Mir fällt gerade was ein. Ich habe doch auch noch dieses komische
Garagentor-ähnliche Teil. Können wir das nutzen? Ich schau mal kurz. Wenn du dich fragst, was ich gerade hier schaue, ich einfach nur so nebenbei, ob da alles gefüllt ist. Was, wie schaut das? Was? Seidenes Tofu. Das machen wir auch mal eben schnell. Das klatschen wir alles wieder hier oben rein. Und dann bekommen wir nämlich richtiges Tofu. Sehr schön. Ich nach dem Bienchen müssten wir auch nochmal Ausschau halten. Was hatte ich hier drin? Hier hatte ich das drin. Was hatte ich hier drin? Hier hatte ich Dinge drin. Weidenholzregal. Ja, da müsste ich mal schauen, was ich da noch so damit mache. Was? Ich habe keine Avocado? Ist nicht dein Ernst. Wir haben keine Avocado. Die Avocado ist quasi neu. Ja, das finde ich ja cool. Minzblatt. Teeblätter. Minzblatt, Teeblätter, Kaktusfrucht und irgendwas Dattelmäßiges. Okay. Packe ich die Avocado mal dahin. Jetzt haben wir auch eine Avocado. Hat er hier sonst noch irgendwas komisch reingelegt? Haben wir irgendwas, was wir mitnehmen müssen? Was war das denn nochmal da oben? Das war ein Kessel. Kessel buntes, da haben wir noch, da haben wir gar keinen mehr von. Wolle, genau, Wolle wollte ich. Weiße Wolle, schwarze Wolle. Das ist, sehr knapp, würde ich behaupten. Da eine Fischfalle. Ich habe immer noch zwei Fischfallen. Ich habe ganz viel Bücher. Was ist das hier? Teppichboden. Ich nehme mal die letzte Wolle. Ich gucke mal, ob ich überhaupt mit zwei verschiedenen Wollen... mit zwei Paar verschiedenen Wolle... Ich kann noch ein Bett damit machen. Na gut, das ist ja schon mal ganz dufte. Aber jetzt haben wir keine Wolle mehr für einen Sitz. Das ist wieder gar nicht mehr so schön. So. Hä? Ach. Himmeleiche. Habe ich hier noch keine Himmeleiche? Sag mal. Doch, hier ganz unten. Dufte. Alles klar. Glas. Packe ich aus mal weg. Ich nehme noch mal Sand. Ich bin hier zwischendurch immer Sand am... wie man sieht hier. Sand am Durchpusten. Glowstone. Haben wir noch ein bisschen was. Das freut mich sehr. Was haben wir denn noch in Eisen? Eisen haben wir noch. Goldbarren haben wir 64. Okay. Aus dem Lapis können wir ja auch noch ein paar schöne Sachen machen. Was haben wir denn an Diamanten? Wir haben 30 Diamanten. Ich weiß gar nicht, wann ich die alle gesammelt habe, aber gut. 30 Diamanten? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Haben wir 30 Diamanten gesammelt? Hä? Na gut, irgendwie werden wir die schon gesammelt haben. Ich weiß jetzt gerade nicht im Kopf, wann wir 30 Diamanten gesammelt haben, aber
Ja, doch, es kam mir ja dann noch ein paar. Ja, kann schon hinkommen. Kann schon hinkommen. Das Bett hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Mir ist echt keine Wolle mehr. Das heißt, ich kann keinen Hocker mehr bauen. Ich habe hier auch keinen mehr, ne? Zufällig irgendwo ein Hocker? Nö. Ich könnte natürlich so ein bisschen TNT nehmen, da kann man sich auch draufsetzen, aber es ist vielleicht nicht ganz so optimal. Was haben wir denn hier noch drin? Da oben sind noch die verdammten Dinger drin. Dann schaue ich nochmal. Ich glaube, hier habe ich ein paar Bücher untergebracht. Guck mal, hier haben wir 4 Stück. Nehme ich mal mit. So, dann bewegen wir uns nochmal kurz nach da oben. Da muss ich mal überlegen, was ich gleich mache. Ich würde ja gerne